Cindy aus Düsseldorf möchte wissen, was es mit dieser Steripen, mit dem integrierten Akku auf sich hat, wo die Vor- und Nachteile liegen. Und wenn dich das auch interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist René Rossmann, schön, dass du dabei bist. In dem Video sprechen wir nur über diese Steripen. Also wenn du das Wirkungsprinzip verstehen willst, oben bei mir klicken, da habe ich mal ein Video dazu gemacht, das tun wir hier nicht. Bei dieser Steripen hier ist ein integrierter Akku. Das heißt, den kannst du nicht rausnehmen. Das hat den Vorteil, dass du mit Solar, wenn du auf Reisen bist und auch wirklich Stromversorgung hast, immer und immer wieder nachladen kannst und somit dein klares Wasser aufbereiten kannst. Und das ist das Einsatzgebiet. Das heißt zum Beispiel im Urlaub. Wenn du auf Reisen gehst, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt in Länder und werde dort Wasser konsumieren, vielleicht auch Leitungswasser, und bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das alles aufbereitet ist. Ich war jetzt vor kurzem in Griechenland und da wurde mir auch gesagt, teilweise werden die Häuser nämlich über kein Wasserleitungsnetz, wie wir es kennen, über eine Ortswasserleitung versorgt, sondern über Regenwasser. Und das sind dann große Tonnen, da gehen dann Schläuche in die Häuser. Da steht jetzt das Wasser, da heizt sich's rauf. Also ich bin da etwas skeptisch und mir wurde auch gesagt, das Wasser teilweise in diesen Unterkünften nicht einfach so zu trinken. Gut, eine Steripen, wenn es um biologische Gefahren geht, also Viren, Bakterien, Protozoen, also irgendwelche Einzeller, ist hier wirksam. Natürlich, wenn chemische Verunreinigungen enthalten sind, dann kriegt das Teil nicht raus. Aber genau da ist diese Steripen hier, genau diese Steripen, genau das Richtige. Ich habe Stromversorgung, ich kann mit Solar aufladen, perfekt. Der Nachteil ist, dass Nummer 1, dass natürlich in kalten Temperaturen, so richtig kalten Temperaturen, nicht mehr gut funktioniert. Jetzt will ich natürlich das nicht verallgemeinern, aber es ist tendenziell so, dass in kälteren Umgebungen das Wasser halt auch nicht notwendigerweise so eine Kontamination, eine biologische, aufweist. Das ist natürlich keine Garantie und da gibt es natürlich auch Ausnahmen und ich will das nicht verallgemeinern, aber nur so als Tendenz. Aber trotzdem, natürlich im Winter, du brichst übers Eis irgendwo nach unten auf einen See und dort wären irgendwelche Giardien zum Beispiel, Giardien enthalten. Mit dem hier kannst du die eliminieren, aber der Akku macht nicht so lange mit. Das heißt, das muss dann am Körper getragen werden, warm gehalten werden, dann eben reingesetzt, wie das funktioniert, oben bei mir klicken und dir anschauen, gleich wieder abgetrocknet werden und wieder am Körper tragen, damit du so lange wie möglich das Teil einsetzen kannst. Das nächste ist, wenn der Akku kaputt ist, dann ist der kaputt und dann ist auch das hier eigentlich Sondermüll. Ist so. Und genau das ist auch ganz klar. Wenn es hier einen technischen Defekt nämlich im Akku gibt oder der hinüber ist, ist das ganze Teil kaputt. Und es ist keine Fire-and-Forget-Lösung. Was meine ich damit? Ich kann das nicht hinlegen in ein Überlebenskit, in ein Bug-Out-Bag oder was auch immer und sagen, mir wurscht. Ich weiß, dass diese Akkus, und das kriege ich auch immer wieder als Kommentare, relativ lang die Spannung halten. Aber es gibt zum Beispiel, ich glaube, der Steripen Adventurer, ich gebe da billige Eigenwerbung unten den Link zu diesen Produkten, aber dieser Adventurer, der hat eine CR123 Zelle drin, ja, und die deutlich länger die Spannung hält als dieses Teil hier. Und die kann man natürlich auch immer wieder auswechseln. Nachteil auf Reisen, du kriegst diese CR123 nicht so einfach, ja, diese CR123. Daher, bei dem, das ich dir da jetzt gerade zeige, brauchst du einfach nur Strom. Also über Solar, über den Netzstrom, über Akkurbel oder was auch immer. Okay? Und das ist das Einsatzgebiet. Sonst funktionieren sie gleich. Du kannst die gleichen Mengen an Wasser aufbereiten. Du hast dieselben Gefahren, die du rauskriegen kannst, nämlich tatsächlich nur biologische Gefahren. Du hast vielleicht ein bisschen eine andere Lebensdauer. Egal, aber das Prinzip ist dasselbe. Du musst das Wasser vorbereiten. Das bedeutet wirklich schmutziges Wasser. Das heißt nicht, ob es sicher oder unsicher ist, ja, sondern schmutziges Wasser musst du vorfiltern, damit es klar wird, dann gehst du mit rein und die Sache ist erledigt. Übrigens, wenn dir das Thema interessiert, wir haben einen eigenen Wasser-Online-Kurs für Survival-Situationen und Krisenvorbereitung. Da gehen wir wirklich alles durch, von A bis Z. Wenn du den durchgearbeitet hast, bist du echt ein Profi oder kennst dich so richtig aus damit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber
Momentan ist es ohnehin schwierig, diese Steripens zu bekommen. Wir selbst können momentan im Überlebenskunstshop nicht liefern. Schau mal vorbei, vielleicht ändert sich das. Das Video bleibt ja länger online, aber jetzt aktuell im Jahr 2022 kriegen wir nichts von Steripen, also von Katatyn ausgeliefert, weil die einfach so eine hohe Nachfrage haben und das gar nicht bedienen können. Und schau, auf Amazon habe ich gesehen, gibt es noch den einen oder anderen Händler, aber momentan sind die Teile schwer zu bekommen. Das war's. Wenn du Fragen hast, stell sie gern, shop@überlebenskunst.at. Dann ergibt es vielleicht auch ein Video nur für dich. Moment, für die Cindy. Hier meine Produkte, nämlich Halterung, Bushcraft Beaver, Universal Feuerstahlhalterung, all das Zeug. Wenn dir das interessiert, gebe ich da auch unten den Link. Danke und bis bald. Ciao, ciao.